Willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. Könnt ihr euch noch an den Auftrag der Egoisten erinnern? Den werden wir heute angehen. Und hierfür sollten wir zunächst in die Aether-Mine gehen. Denn dort finden wir Kiroki zumindest im Abwasserkontrollraum. Also gehen wir auf die Suche. Mal schauen, wie weit der Gute schon vorgestoßen ist. Okay. Lass mal gucken, sehe ich hier schon etwas? Ja, doch, 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 da ist er ja gleich. Hi? Chillo? Chimpelnopponer G. Ihr sucht Kiroki. Kiroki kann hier nicht weg, hat zu viel Angst. Aber Kiroki ist weitergekommen als Nikita. Nikita hat letztes Mal Blume gepflückt und Kiroki besiegt. Aber jetzt hat Kiroki gewonnen. Steht nun 156 zu 156, also unentschieden. Kiroki geht nun nach Kolonie 6, um anzugeben. Gut, damit wäre immerhin einer von beiden gerettet. Der andere befindet sich in Kolonie 6. Und zwar, wie ich das verstanden habe, hier beim Stachelweg. Aber wo genau, weiß ich nicht. Ich glaube aber, hier in etwa. Irgendwo hier. Muss ich aber natürlich noch suchen, den Guten. Da ich nicht hundertprozentig weiß, wo er sich befindet. Nein, steht dir eiskalt im Weg. Können wir nichts anhaben, weil ich tausendmal stärker bin, aber im Weg stehen. Das können sie mir. Na gut. Ja, jetzt ist halt die Frage. Sehe ich ihn hier irgendwo? Irgendwo ein Ausrufezeichen. Nikita! Hallo! Moment mal, kürzen wir hier mal ab. Nikita! Kannst du uns hören? Irgendwie sieht es wenig rosig aus. Okay, ehe ich weiter suche, werde ich jetzt auch schon noch meine Informationen überhaupt stellen. Ja, meine Informationen stimmen. Da habe ich mich nicht geirrt. Er befindet sich tatsächlich auf diesem Stachelweg. Wo genau wird allerdings nicht geschrieben, was ich nicht so toll finde. Was ich auch nicht so cool finde, sind, dass diese Dinger hier überall stehen. Das erinnert mich sehr an die Waffen der Mechon und... Ja, das sind Bilder, die man natürlich nicht unbedingt jetzt vor Augen sehen will. Auf jeden Fall auf irgendeinem Zipfel hier befindet sich dieser Nikita, aber auf welchem? Das wird mir leider nicht gesagt. Ist da hinten überhaupt noch einer? Nee. Dann sollte ich umkehren. Oh Mann. Wo könnte er sein? Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ist halt schön, falls ich dieses Ausrufezeichen auf der Karte mal sehen würde. Das hält sich im Moment ziemlich bedeckt. Nikita, wo bist du? Da, 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 da. Ach komm. Der kann sich doch nicht so sehr versteckt haben, oder? Geier. Hier vielleicht. Nö. Okay. Ja, also eigentlich wollte ich die Suche live zeigen, weil er schon zum Quest gehört. Das Suchen, da man ja extra keine Informationen bekommt, wo sie sind. Aber ich weiß nicht, irgendwie löst sich hier komplett ab. Ist er da hinten? Nee? Wow, ich dachte, du spinnst, Nebula. Ich dachte, du bist so eine Energiemasse. Ich weiß gar nicht, dass du mich überhaupt runterdrücken kannst. Aber ja, das sieht ausgesprochen schlecht aus. Wenn ich das so schön analysieren darf. Wie schaut es hiermit aus? Haben wir ihn hier? Guckuck. Guckuck. Da irgendwo. Verflixt und zugenäht. Dann muss er da unten irgendwo sein. Muss er das Sprunggelingen?
Das sieht gut aus. So, Nikita. Hallo. So geil, wo steckt dieser Noppon? Darf doch nicht wahr sein. Hallo. Es wäre nett, wenn du dich melden würdest. Wir machen uns alle riesige Sorgen um dich. Nikita. Da chillt der. Junge. Danke, dass ihr gekommen seid, um mich zu retten. Ich hatte solche Angst. Überall sind Monster. Endlich kann ich wieder zurück nach Kolonie 6. Hier halte ich es keine Sekunde länger aus. Du hast dich auch auf den schlechtesten Platz gelegt, der so weit weg von jeder Zivilisation fernliegt, wie du irgendwie möglich geht. Na gut, hierhin zurück. Und dann, Moment, muss ich mit Satata reden? Oder wer war das jetzt nochmal? Dann schnell schauen, spicken. Achso, nein, Anna natürlich. Okay, ich muss aber so gucken, wo Anna wieder ist. Das weiß ich wirklich nicht auswendig. Okay, es stellt sich heraus, dass die hier beim Versammlungshaus sogar ist. Das ist unerwartet, aber gut. Sie müsste erscheinen, wenn ich hier die Zeit umstelle. So. Na, Anna, bist du da? Na bitte, da haben wir sie doch. Also, Anna? Anna? Anna! Ihr habt sie gerettet. Oh, ich danke euch. Es tut mir ja so leid. Ich werde sie nie wieder auf gefährliche Abenteuer schicken. Wenn ihnen etwas zugeschlossen wäre, nicht auszudenken. Na, immerhin, Einsicht ist immerhin schon mal sehr, sehr gut. Okay. Der Auftrag, den wir uns jetzt kümmern, ist hier von Satatas Bruder. Wir sollen den grünen Pilz und der Minenbasis der Äthermine finden. Wird viel mit der Äthermine jetzt gearbeitet. Da müssen wir jetzt oft hin zurück, davor gar nicht. Aber gut, dann gehen wir mal in die Minenbasis. Weiter runter kommen wir leider nicht. Und schauen wir mal, wo wir dieses gute Stück finden. Nun, das war nicht das Allerschwierigste bisher in diesem Let's Play. Sagen wir mal so. Und ja, dann können wir gleich zum lieben Satata aufbrechen. Also, der befindet sich, wenn man hier lang geht, nach oben, der Noppon Opa. Ihr habt Andenken gefunden, armer Pilzsud, war so lange allein in Minenbasis. Bruderpon hat so gern getragen. Ach, Bruderpon war Dumpon, aber Satata mochte ihn. Wünschte, er wäre noch hier. Danke fürs Suchen, Freunde. Hoffentlich konnte ich eure Bitte zufriedenstellend nachkommen. Klar konntest du das. Und zufriedenstellend ist noch untertrieben, so wie ich das sehe. Stimmt, wir scheinen etwas Gutes bewirkt zu haben. In diesem Fall bin ich beruhigt. Danke, Freunde. Satata ist euch dankbar. Auch dieser Auftrag wäre erfüllt. Wir kriegen zwar nicht mehr so viele EP, wie ihr seht, aber ja, das sind eher Aufträge, die gedacht wurden, wenn man gleich direkt nach dem Bein des Vajones Kolonie 6 wieder zurückholt. Freunde, Satata braucht Hilfe. Satata ist ja zum Beispiel einer derjenigen, die schon beim Flüchtlingslager dabei waren. Erinnert ihr euch an Andenken an Bruderpon, das ihr gebracht habt? Dieser Blick. Ich glaube, er möchte mehr Hilfe von uns. Schmuck's ruhig aus. Wir werden dir auf jeden Fall helfen. Oh, dann Ben will auch mithelfen. Komischer Hut soll hin, wo Bruder und sein Frauchenpon ruhen. Ist gute Art, um Bruder nähern zu halten. Geht in den Wald von Magna, dahin, wo man große Felle sehen kann. Dann werft Hut in Felle, ist Noppon Brauch. Okay, in einen Ort hinter, wo die großen Magna-Felle zu sehen sind. Dies ist Satatas letzter Dienst für seinen Bruder Pon. Wir nehmen uns eurer Sache an. Du klingst halt schon selbstsicher, Melia. Damit könnte ich den Auftrag bestimmt besser erfüllen als du. Nun, dann kannst du ja das Ding schmeißen. Werft Hut, soweit ihr könnt, hört ihr? Danke und viel Glück. So, grüner Pilzhut her. Das können wir auf jeden Fall auch gleich machen. Glaube ich, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß. Auch ohne deine nähere Informationen zu sammeln, wo ich dahin muss. Nämlich hier zum Heiligtum. Da habe ich jedenfalls einen perfekten Überblick über die großen Magna-Fälle. Und ich nehme an, ich soll es dann einfach da runterschmeißen. Genau.
Das muss der Ort sein, von dem Satata gesprochen hat. Ich werfe den Hut, wie er wollte. Ruhe in Frieden. Ja, noch nicht mal eine Werfanimation. Okay, das haben sie wohl gespart. Also, zurück zu Kolonie 6 und dann zu Satata. Dann... Okay, das flickst hier, muss ich nicht so viel schneiden, das ist schön. Weil, ja, viel schneiden ist viel Arbeit. Viel Arbeit, glaub mir. Okay. Also, zurück zu Satata. Hello. Tausend Danke, Porn. Jetzt kann Hu zusammen mit Bruder Porn zu Bayonis zurück. Hoffentlich konnte ich eure Bitte zufriedenstellend erfüllen. Glaub mir, Melia, das war hervorragend. Darauf hast du mein Wort. Oh, er lobt mich. Dies letzte Ehre, die Satata seinem Bruder Porn erweist. Jo, Ruhe in Frieden. Dschungelschuhe, perfekt. So, erinnert ihr euch noch an diese beiden Aufträge? Für den Wiederaufbau und Pfadfinderei. Besorgt 3 Stangen Dynamit aus der Äthermine. Wir werden uns erstmal um den Auftrag Pfadfinderei kümmern. Verschaut den Weg zum Winter. Besorgt ihr damit bekommen, damit alle sich sichern. Ja. Das machen wir auf jeden Fall zuerst. Da werde ich mich jetzt kurz hinbegeben. Wollte ich nur mal. Ja, wir begeben uns hier zur Abwasseröffnung, denn. Um dieses Dynamit zu finden, müssen wir hier den normalen Weg gehen. Und ich würde jedem empfehlen, zuerst diesen Auftrag zu machen. Denn beim anderen müsste man sich einem Level 90 Monster stellen. Und ich glaube, das übersteigt im Moment unsere Fähigkeiten ein klitzeklein wenig. Aber nur ein ganz klitzeklein wenig. So, gucken wir mal, wo wir hier Dynamit finden. Irgendwo muss das hier sein. Dum, da, dum, da, dum, da. Dynamit, wo bist du? Irgendwie sieht das bis jetzt sehr schlecht aus. Was zum Teufel? Ah, jetzt habe ich was gefunden, endlich. Habe ich schon gewundert, aber da ist unser erstes Dynamit von 3. 1 von 3, super. Sehen wir schon was anderes auf der Karte? Wahrscheinlich nicht. Das wird dann immer erst kurz vorher, ja? Okay, aber immerhin weiß ich, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin. So, hoch da. Haben wir hier was? Nee. Das sind schwache Kristalle auf einem relativ niedrigen Level. Die lasse ich deswegen auch liegen. Ah, da hinten. Wunderbar. Seht ihr das? Ein weiteres Ausrufezeichen. So. Gehen wir da vorbei. Und holen uns Dynamit Nummer 2. Hey, das hat sich sogar gereimt. Cool. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal hier weiter. Was anderes haben wir nämlich nicht gesehen. Bei dem Gang, den wir gelaufen sind. Oh, haben wir Othamon das erste Mal getroffen, das weiß ich noch, wo über Gadalt geredet wurde. Und dann Othamon, wie gesagt, dazu kam. Und dann Schalk, der wegen seiner Vision stoppen wollte und dann von Othamon beschimpft wurde. Alles Erinnerungen an die Sachen, die hier abgingen. So, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit. Und doch muss ich dann bald umkehren. Oh, das Harmonie-Ding schaue ich mir gleich mal an. Was brauche ich denn dafür? Hm? Ich frage mich echt, wie das sein kann. Ah, ich bin tatsächlich richtig episch. Trotzdem, wie zum Geier kann das sein? Ich meine... Hä? Das macht keinen Sinn. Ich habe doch mein volles Team. Also wie... Wie kann es sein, dass ich das nicht machen kann? Oh. Mist. Momentchen mal. Muss jetzt überlegen, wie ich da hinkomme. Achso, ich bin schon da, okay. Super! Gut, dann reden wir gleich mal mit Gorman darüber. Vorsichtig, meine jungen Freunde, nur nicht fallen lassen. Los, gib mir das Dynamit. Damit öffne ich euch einen sicheren Weg. Dieser führt euch zum höchsten Punkt des Wendeltals. Ich habe euch den Weg freigesprengt. Und das ohne mich selbst in die Luft zu jagen. Ihr wollt wissen, wo ihr den neuen Weg finden könnt?
Betrete das Wendeltal von unten und steigt den Spiralfelsen empor. Spiral Mountain. Der Weg, der vorher blockiert war, ist nun freigeräumt. Hier ist ein Weg, wenn ihr das Monster umgehen möchtet. Werden wir machen müssen, sonst haben wir keine Chance. Und ja, dann wird es den richtigen Auftrag geben. Aber erst im nächsten Part, Leute. Wenn dieser Part euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Und das nächste Mal gehen wir Spiral Mountain hoch. Bis dann.